Ausgabe Nummer 2 von Update Sport heute an diesem, was haben wir heute eigentlich? Den 13. August, so sieht es nämlich aus. Themen heute unter anderem reden wir über den DFB-Pokal, wir reden über den Supercup, außerdem geht es heute auch noch um Dirk Nowitzki. Das sind einige dieser Themen heute hier bei Update Sport. Und ja, da wollen wir mal heute jetzt mal direkt mal reinstarten in die heutige Ausgabe. Ausgabe Nummer 2 im Übrigen von Update Sport. Ja, und das ist sie, die zweite Ausgabe von Update Sport. Einen wunderschönen guten Abend da draußen an den Endgeräten live hier auf Twitch und seid gegrüßt hier bei der heutigen Ausgabe von Update Sport. Zweite Ausgabe jeden zweiten Sonntag, also in 2 Wochen wieder, gibt es hier Sportnews vom vergangenen Wochenende selbstverständlich und natürlich auch über das, was man eigentlich auch mal gerne mal reden möchte im Sport. Über Fußball? Nein, über die Themen, die hier gerne gesprochen werden. Es ist, wie gesagt, noch so ein bisschen alles im Aufbau und so weiter. Aber ihr könnt natürlich gerne, wie gesagt, in den YouTube-Kommentaren, aber auch selbstverständlich im Discord auch noch eure Meinung dazu gerne posten. In den Feedback-Bereich, falls ihr, wie gesagt, gerade live im Stream zuschaut, könnt ihr das gerne machen. Könnt dann auch dem Discord joinen, ist da auch kein Problem. Sonst würde ich natürlich sagen, starten wir sofort los hier bei Update Sport mit den Meldungen und starten und schauen direkt nach Italien nämlich, denn dort ist völlig überraschend der Nationaltrainer der Italiener, der Squadra Azzurra, Roberto Mancini zurückgetreten. Ja, erst letzte Woche hat er praktisch mehr Macht innerhalb des Verbands bekommen und nun teilte der italienische Fußballverband heute mit, dass der 58-jährige Mancini gestern am späten Samstagabend seinen Rücktritt eingereicht hat. Der Verband habe, so heißt es, den Schritt zur Kenntnis genommen. Ein Grund dafür, warum er zurückgetreten ist, das ist nicht bekannt. Ja, der Zeitpunkt ist aber auch sehr ungewöhnlich. Erst in der letzten Woche, das habe ich ja ganz kurz hier angerissen, hat er ja innerhalb des Verbands mehr Macht bekommen. So sollte er eigentlich auch künftig nicht nur die Nominierungen für die Nationalmannschaft, für die Squadra Azzurra nämlich vornehmen, sondern auch zum Beispiel für die U20 und auch für die U21-Mannschaften von Italien. Ja, der Verband hatte dies ja auch damit begründet, dass Mancinis Spielstil funktional integriert werden soll und so auch dann in den Junge, also in den U-Mannschaften von Italien, also derselbe Spielstil und Spielsysteme angewandt werden sollen, dieses letzte Woche vom italienischen Verband. Sein bisheriger Co-Trainer Attilio Lombardi war ja im Übrigen zum U20-Nationaltrainer dafür berufen worden. Ja, im Jahr 2018, im Mai genauer gesagt, hatte Mancini die italienische Nationalmannschaft ja übernommen. 2021 bei der Europameisterschaft, die ja im ganzen europäischen Kontinent stattgefunden hatte, das Finale fand ja in London statt, ist er ja dann im Finale im Elfmeterschießen gegen England zum Europameister, hat die Italien zum Europameister gekürt. Im Anschluss hatte das Team aber unter seiner Führung die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022, also im vergangenen Jahr, verpasst und in diesem Jahr führte Mancini die Squadra Azzurra bis ins Halbfinale der UEFA Nations League. Ja, die Qualifikation für die Europameisterschaft nächstes Jahr hier in Deutschland war der amtierende Titelträger mit einer 1:2-Niederlage gegen England gestartet, also gegen den Gegner im EM-Finale bei der letzten Europameisterschaft. In insgesamt 61 Spielen unter seiner Fittiche kam er auf 39 Siege, 13 Unentschieden und nur 9 Niederlagen. Ja, wer Nachfolger wird, das ist bisher nicht bekannt, aber der italienische Verband hat mitgeteilt, man will in den kommenden Tagen einen Nachfolger bekannt geben, aufgrund der wichtigen und zeitlich engen Pflichtspiele in der Qualifikation. Jetzt muss ich kurz mein Ohr wechseln, weil ich höre nämlich schon gerade, dass mein Ohr ein bisschen am Meckern ist. Und schon in weniger als einem Monat, nämlich am 9. September, das sage ich auch nochmal ganz kurz, gibt es ja wieder Qualifikationsspiele, gibt es ja wieder Länderspiele, weswegen ja auch dann Länderspielpause unter anderem ja ist in den nationalen Ligen. Und da geht es ja dann für Deutschland ja um nichts. Es muss ja einfach nur geguckt werden, ob sie spielen können und dass wir uns dann, sagen wir mal, hoffentlich mal nicht irgendwie darüber aufregen, dass unsere Nationalmannschaft ziemlich schlecht ist, sondern es geht natürlich auch für die anderen Mannschaften darum, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Ende des Jahres findet ja
die Auslosung ja statt. Am 9. September trifft Italien ja in der EM-Qualifikation nämlich auf Nordmazedonien. 3 Tage später geht es dann Richtung Ukraine, nämlich in die Qualifikation. Wird also sehr spannend, wer dort natürlich die Nachfolge übernehmen wird und wer dort dann natürlich, ja, so gesehen, dann Italien oder den Titelverteidiger dann in Richtung Mission Titelverteidigung bringen wird. Ja, dann schauen wir auf den Supercup. Gestern Abend lief der während der ersten Runde des DFB-Pokals, dass die Terminierung so komisch gelaufen ist, dass, ja, wie gesagt, während des Ganzen, während, ne, ihr wisst schon, wie ich das meine, während die erste Runde des Pokals läuft, treffen sich DFB-Pokalsieger Leipzig nämlich und ja, der Rekordsieger Bayern ja im Supercup aufeinander, sprich Meister gegen, ja, oder Pokalsieger gegen Meister, wenn ich es in der Reihenfolge sage, und man spricht ja auch vom ersten Titel der Saison und der ging an Leipzig. Ja, zum ersten Mal hat Leipzig den Supercup gewonnen. Gegen die Bayern stellte sich ja vor allem ja ein Mann in den Schatten. Das war nämlich Dani Olmo, der quasi das Debüt von Harry Kane nämlich versaut hatte. Dreimal traf er und einmal auch besonders sehenswert nämlich. Und noch bis vor kurz vor dem Supercup gegen Leipzig bestimmte ja auch dann eher ja jemand anderes die Schlagzeilen, nämlich Harry Kane nämlich, der ja dann gestern offiziell ja der Wechsel verkündet wurde. Heute gab es die Pressekonferenz dazu und auch wenn er noch nicht in der Startelf war, er hatte zumindest gespielt. In der Neuauflage des Spiels im letzten Jahr, was ja dann die Bayern 5:3 gewonnen hatten, haben die Bayern dann auch nur mit einem Neuzugang in der Startelf nämlich begonnen, und zwar nämlich mit einem ehemaligen Leipziger, Herrn Leimer nämlich. Ja, Innenverteidiger Kim nahm wie Guerrero ja auch auf der Bank Platz. Bei Leipzig schafften es 2 Neuzugänge, nämlich Openda und Simmons, in die erste Elf. Und der am Freitag verpflichtete Lukeba von Olympique Lyon und ebenso auch wie die 2 weiteren Zugänge Seko von Salzburg, RB Salzburg, und Fabio Caravalo von FC Liverpool waren ebenfalls im Kader. Weil sich Kevin Kampl aber beim Aufwärmen dann verletzt hatte, durfte auch der aus Salzburg gekommene Siedwald dann entsprechend direkt beginnen. Dass also bei RB ja so einiges an neuem Personal dann auch auf dem Platz gestanden hat, das hat man gar nicht bemerkt gestern beim Spiel. Ja, die Sachsen waren von Beginn an sehr giftig, hatten nach einem ersten Ballverlust der Bayern schon die erste Annäherung durch Openda gehabt. Der zweite Versuch saß dann. Ja, und dann durch einen Raumfreistoß fiel Dani Olmo der Ball halb links im Strafraum vor die Füße. Der stramme Flachschuss bedeutete dann nach 3 Minuten das 1:0 für die Leipziger. Bayern hatte in den ersten Minuten sichtbare Probleme mit dem Pressing von der Elf von Marco Rose gehabt. Erst nach rund 10 Minuten hat dann der deutsche Rekordmeister in die Partie gefunden, oder beziehungsweise die Partie etwas beruhigen können, und wirkten aber auch beim Passspiel nicht sicher. Nach einem feinen Steilpass von Joshua Kimmich vergab Serge Gnabry die erste Chance zum möglichen Ausgleich in der 10. Minute. Wenig später scheiterte ja auch Tell an Blažević oder Blaswig und schoss über das Tor. Das war sowohl in der 16. als auch in der 24. Minute. Leipzig stand nun etwas tiefer, war in den entscheidenden Momenten aber auch weiterhin giftig und ließ die Bayern dann ja auch vor allem in der Strafraumnähe meist nicht viel Platz. Die Bayern waren ja auch so stets auf der Suche nach einer entsprechenden Lücke, um überhaupt ja auch durchkommen zu können. Und am nächsten dran am Ausgleich war er Leipziger nämlich. Ja, und nach einem Sané-Freistoß flipperte er die Kugel nämlich, also sprich der Ball, durch den Strafraum. Simakan lenkte sie an den eigenen Außenpfosten ab. Das geschah in der 28. Spielminute. Offensiv machte Leipzig in dieser Phase auch nicht mehr viel. Die Sachsen lauerten auf den passenden Moment zum Umschalten. Upamecano musste dabei mehrmals in Klärungsaktionen Kopf und Kragen entsprechend riskieren. Dass es dann aus Leipziger Sicht dann ein 2:0 wurde oder zumindest dann in die Kabine zur Halbzeit ging, zur Halbzeitpause ging, lag an einem Geniestreich von Dani Olmo, selbstverständlich. Der Spanier nahm ein Zuspiel von Timo Werner mit und drehte dann auch inzwischen Matthijs de Ligt und auch den Herrn Leimer durch und spitzelte Sven Ulreich die Kugel durch die Beine. War ein sehr schönes Tor, war das, glaube ich, das 2:0 war dieses schöne Tor.
Dann, das war kurz vor der Pause. Ja, Thomas Tuchel, Trainer der Bayern, er reagierte, brachte Matsuri und Kim für die Defensive und löste dann die Doppel-6 Coman für Leimer dann auch noch auf. Seine Elf war sofort bemüht, mehr Druck aufzubauen und schaffte das auch. Und nach einem Weitschuss von Leroy Sané dauerte es aber auch noch weitere Minuten, bis dann eher Blaswig gegen Tells strammen Abschuss aus Spitzenwinkel dann auch eingreifen musste. Den Abpraller setzte dann Jamal Musiala neben den Kasten dann eher rein. Der Jubel, der in der Allianz Arena dann ja auch aufgebrandet war, weil Kane sein Debüt nämlich gegeben hatte. In der 63. Minute kam der englische Nationalspieler rein, verhallte dann dieser Jubel 5 Minuten später. Denn es war Dani Olmo, der nämlich durch einen Handelfmeter dann sicher das 3:0 für die Bayern machten. War wieder ein Nackenschlag für die Münchner und davon erholte sich dann auch Bayern nicht mehr. Der elfmalige Supercup-Sieger mühte sich ja auch dann in der Offensive mehr als, als zentrale Abschüsse von Coman und von Kimmich nämlich. Beides geschah in der 75. Minute und Matsuris Kopfball ging dann in Richtung Außennetz. Verdammt, die Grafik habe ich nicht mehr. Hätte ich gestern nicht löschen sollen. Verdammt. Ja, naja, sie sprangen dann aber auch nicht mehr dabei hinaus. Kane beendete sein Debüt dann nur noch mit 3 Ballkontakten. Mehr war das natürlich nicht laut Kicker. Und kurz vor dem Ende musste dann Sven Ulreich gegen den durchgebrochenen Sesko gar noch das 0:4 verhindern. Das war kurz vor Schluss und damit sicherte sich dann RB nicht nur den ersten Titel der Saison, sondern auch zum ersten Mal, wie gesagt, den Supercup. Ja, am Freitag geht es ja schon los mit der Bundesliga. Am kommenden Freitag, da empfängt ja Werder Bremen die Bayern nämlich. Das ist ja ausnahmsweise mal ein bisschen anders, dass der deutsche Meister mal nicht zu Hause die Saison eröffnet, sondern immer irgendwo anders. Dieses Mal ist es Bremen. Leipzig trifft ja dann am Samstag nämlich auf Bayer Leverkusen. Das ist zumindest so der Stand der Dinge. Ja, DFB-Pokal. Wir können da mal ganz kurz mal sagen, dass es nämlich ein Spiel gerade noch in die Verlängerung nämlich gegangen ist, beziehungsweise jetzt in die Verlängerung geht. Es ist nämlich das Spiel FSV Frankfurt gegen Hansa Rostock. Das steht aktuell nämlich bei 1:1, nämlich so sieht es nämlich aus. Eigentlich wollte ich es so nicht zeigen, aber Dankeschön für nichts. Genau so wollte ich es nämlich zeigen. Und ja, das steht aktuell bei 1:1. Also da werde ich euch natürlich noch im Laufe des Abends bis 20.30 Uhr selbstverständlich bis zum Ende der heutigen Ausgabe von Update Sport euch da auch auf dem Laufenden halten. Aber es gibt oder es gab schon auch wieder einzelne Überraschungen. Natürlich nicht nur heute, wie gesagt, sondern auch gestern schon. Heute die Überraschung, da werde ich nämlich gleich dazu kommen. Denn ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, zur Überraschung von gestern nämlich kommen, denn Werder Bremen ist raus. Ja, Werder Bremen, die ja am Freitag auch die Bayern in der Bundesliga treffen, sind im Pokal in der ersten Runde schon raus. Nach einer langen Unterzahl ist nämlich Bremen gleich gegen den Drittligisten Viktoria Köln gescheitert. 2:3 stand es am Ende für das Team von Ole Werner nämlich und man verspielte sich da auch gleich 2 Führungen nämlich. Damit schied auch Werder Bremen um mal ein bisschen, ups, das war noch nicht so weit, ein bisschen verdrückt. Werder schien ich fange nochmal an, ganz ruhig, 22, 23. Ja, Bremen schied damit zum 6. Mal in den vergangenen 13 Jahren gleich in der ersten Runde aus und ist jetzt, wie gesagt, ja mit 11 Erstrundenniederlagen als Erstligist gegen einen unterklassigen Club alleiniger Rekordhalter. Eher Negativrekord, könnte man sagen. Und Innenverteidiger Amos Pieper sah ja schon nach 11 Minuten die rote Karte, weil er nämlich den durchstartenden Stürmer Luca Marcier zu Fall gebracht hatte und damit eine klare Torchance verhindert hatte. In Unterzahl brachten dann Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug per Foulelfmeter den Favoriten zweimal in Führung, aber David Philipp hat zweimal nämlich dann die Tore dann dafür gemacht. Im Übrigen war David Philipp früher in der Werder-Jugend aktiv. Ja, also ein Eigengewächs von den Bremenern. Dann Donny Bogejevic, der hatte in der 90. plus 4 dann natürlich noch für das 3:2 dann für Viktoria Köln gesorgt und damit ist der Underdog erstmals seit der Saison 2015-16 wieder in der zweiten Runde im Pokal dabei. Nach der berechtigten roten Karte gegen Pieper zog sich ja dann ja auch Bremen etwas zurück, überließ dann Viktoria Köln meist den Ball und versuchte auch Nadelstriche zu setzen. Die ersten Chancen jedoch hatte der Außenseiter aus Köln nämlich gehabt. Bogejevic prüfte in der 17. Minute den Torhüter der Bremer, Jiří
Pavlenka aus 20 Metern. Brian Haenning dann schoss hektisch über das Tor in der 36. Minute. Ja, wie es weitergeht, das zeigte Werder dann auch kurz vor der Pause. Duxch verwehrte dann die erste klare Möglichkeit, als er einen Abpraller über die Linie nämlich gedrückt hatte. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit, da musste dann auch Bremen einige brenzliche Situationen überstehen, mit der dann als Viktoria Köln zum Beispiel mit Wucht auf den Ausgleich nämlich drängen wollte. Der starke Pavlenka bewahrte dann natürlich sein Team auch mehrfach von einem Gegentreffer und Bremen reagierte mit einem Wechsel. Den Torschützen Duxch ersetzte man durch Christian Groß in der 60. Minute. Um die Defensive zu stärken und in der hektischen Schlussphase ging es dann immer hin und her mit dem glücklicheren Ende für Viktoria Köln. Ein bisschen bitter für Köln, aber was willst du machen? Blicken wir dann auf die Ergebnisse vom Samstag nämlich. Hier haben wir Teil 1 erstmal in der Übersicht. Da haben wir zum Beispiel den TSG Ballingen gegen VfB Stuttgart. Stuttgart hat natürlich 4:0 gewonnen. Hertha gewinnt ihr erstes Spiel in dieser Saison nach 2 Niederlagen in der zweiten Liga gegen Carl Zeiss Jena mit 5:0. Holstein Kiel gewinnt gegen Gütersloh 2:0. Der 1. FC Nürnberg hat ordentlich reingehauen. In diesem Spiel gab es 10 Tore. 9:1 gegen den FC Oberneuland. Bayer Leverkusen gewinnt gegen den FC Teutonia Ottensen mit 0:8. Teil 2 habe ich jetzt hier für euch. Der SV Atlas Delmenhorst, ja, der spielte gegen den FC St. Pauli am Ende 5:0 für St. Pauli. Borussia Dortmund, ja, die spielten gegen die TSV Schott Mainz. Ja, letztes Saisonspiel gegen Mainz, erstes Saisonspiel gegen Mainz, aber nicht Mainz 05, ja. Schott Mainz verlor 1:6, dann natürlich Bremen gegen Köln, beziehungsweise Viktoria Köln gegen Bremen 3:2. Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum, der Drittligist Bielefeld, hat es im Elfmeterschießen entschieden. 4:1 gab es dann, war dann das Endergebnis nach dem Elfmeterschießen. Der Hallesche FC verlor gegen Greuther Fürth mit 0:1. Da gab es im Übrigen ein Eklat, weil ein Spieler von ich weiß gar nicht mehr von welchem Verein her, rassistisch beleidigt wurde. Der DFB ermittelt dort und der SV 07 Elversberg gegen Mainz 05 1:0 für Mainz. Ja, und wir kommen natürlich dann auch noch auf die Freitagsspiele, die nämlich stattgefunden haben. Es gab ja freitags ja auch schon Spiele vom DFB-Pokal. Das waren ja die jetzt vom Samstag. Wir kommen auch gleich die von heute, nämlich und den Ausblick auf morgen. Am Freitag gab es auch schon die ersten Runden. Und zwar nämlich Saarbrücken gewann gegen Karlsruhe mit 2:1. Sandhausen entschied im Elfmeterschießen den Sieg klar für sich 4:2. Borussia Mönchengladbach gewann gegen den TuS Bersenbrück und Schalke gewinnt gegen Braunschweig mit 3:1. Das Lustige dabei hier, in der Liga treffen sie sich nächste Woche schon wieder gegeneinander auf. Treffen sie wieder aufeinander. Ja, warum auch nicht? Kann Schalke ja dann direkt in Braunschweig eigentlich bleiben, oder? Ja. Blicken wir dann auf den Sonntag nämlich. Da sind noch nicht alle Ergebnisse drin reingeschrieben, weil wie gesagt, ein Spiel ist ja noch und dann blicken wir gleich noch auf den Montag nämlich. Deswegen kann ich schon mal zumindest gleich mal sagen, wie es zumindest bei den ersten Spielen von heute nämlich ausgesehen hat. Heidenheim gewinnt gegen den Rostocker FC mit 8:0. Hamburg in der Verlängerung erst Hamburg hat es erst in der Verlängerung entschieden. 4:3 gegen Rot-Weiß Essen. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Lokomotive Leipzig mit 7:0. Kaiserslautern gewinnt gegen Rot-Weiß Koblenz mit 3:1. Und Düsseldorf gewinnt gegen Illertissen mit 0:2. Dann der SV Oberachern gegen den SC Freiburg mit 0:2. Freiburg hat jetzt 2:0 gewonnen. Der nächste Bundesligist, der heute ausgeschieden ist, Augsburg nämlich. 2:0 hat Unterhaching nämlich gewonnen. Und ja, der VfL Wolfsburg gewann 6:0 gegen den TuS Maccabi. 3 sind noch leer. 2 sind von denen schon durch, weil das während jetzt dieser Ausgabe nämlich passiert. Und zwar nämlich gewinnt einmal Paderborn gegen Cottbus mit 7:0 und Union Berlin gewinnt gegen Astoria Waldorf mit 4:0. Und wie gesagt, aktuell steht es 1:1 zwischen dem FSV Frankfurt und Hansa Rostock. So, wir haben aber noch Spiele und zwar nämlich morgen gibt es noch welche. Ja, Montag. Man denkt sich jetzt so, Montagsspiele gibt es auch nicht mehr. Im Pokal schon, zumindest was erste Runde angeht. Ja, da haben wir morgen nämlich dann noch den FC 08 Homburg. Der spielt morgen gegen Darmstadt 98. Der 1. FC Magdeburg empfängt Jan Regensburg. Die TSG aus Hoffenheim empfängt den VfL Lübeck. Und der 1. FC Köln empfängt den VfL Osnabrück. Da gibt es dann die Ergebnisse dann spätestens morgen Abend und die Ergebnisse dann vom heutigen Sonntag dann im Laufe des Sonntagabends, weil, wie gesagt, es geht ja heute hier bis 22.30 Uhr im Livestream, zumindest für die, die gerade zugucken, geht es hier ja auch noch weiter.
So, das zumindest mal ist das Ergebnis von dem DFB-Pokal. Geht ja, wie gesagt, noch weiter. Nächste Woche geht ja die Liga wieder los. Reden wir über die Frauenfußball-WM, die ja sich so langsam in die heiße Phase begibt. Eine Woche noch, dann ist Finale. Und für die Australierinnen könnte es wirklich ein, ist es ein Sommermärchen nämlich, obwohl ja bei denen ja auf der Südhalbkugel ja Winter ist. Also ein Wintermärchen eher gesagt. Denn die Frauenfußball-WM, der Co-Gastgeber zumindest, einer der beiden Gastgeber, hat es nämlich ins WM-Finale, Halbfinale nämlich geschafft. Noch nicht Finale, WM-Halbfinale. Gegen Frankreich nämlich haben die, hat das Team um Starspielerin Sam Kerr nämlich es ziemlich spannend gehalten. Nach 120 Minuten hat es erst 0-0 gestanden und dann ging es ins Elfmeterschießen. 7-6 am Ende für die Australierinnen. Die Gastgeberinnen treffen damit jetzt am kommenden Mittwoch, was gut zur Mittagszeit, zum Mittagessen nämlich läuft, dann auf die Europameisterinnen, die ja gestern auch noch Kolumbien geschlagen haben mit 2-1 nach regulärer Spielzeit. Mackenzie Arnold avancierte sich dabei ja auch zu einer der Heldinnen für Australien. Erst hielt die Torfrau gleich den ersten Elfmeter von Selma Bacher nach dem Pfostenschuss von Yves Brisset, vergab dann Arnold selbst noch die Entscheidung und traf ebenfalls den Pfosten. Ja, dann hielt sie gegen Kenza Dali, verließ jedoch die Linie mit beiden Füßen. Das musste dann wiederholt werden. Ja, und auch die Wiederholung parierte sie dann. Ja, Claire Hunt vergab dann abermals die Entscheidung gegen die extra für das Elfmeterschießen eingewechselte Torhüterin Solene Durand. Und auch Frankreichs Vicky Becco zeigte Nerven, traf den Pfosten. Ja, und Courtine Wien ließ Australien mit dem Treffer beim insgesamt 20. Elfmeter dann, oder Courtney, Entschuldigung, ich wollte ihn schon auf Französisch vorlesen, was bin ich denn hier? Ja. Wie gesagt, Courtney Vine ließ dann Australien mit dem insgesamt 20. Elfmeter bei dieser Weltmeisterschaft nämlich dann entsprechend jubeln. Die Französinnen machten dann aber auch, den 20. Elfmeter an sich, so muss man sagen, in diesem Spiel. Die Französinnen machten ja auch über weite Strecken, um natürlich noch auf die 120 Minuten zu kommen. In der ersten Halbzeit vor allem das Spiel. Katine Datou-Dani hatte nach einem Fehler von Alana Kennedy nämlich in der 8. Minute die Möglichkeit schon auf ein Tor. Trotz der Unterlegenheit hatten ja die Gastgeberin die mit Abstand größte Chance. Mary Fowler hat schoss aus gut 7 Metern in der 41. Minute. Elisa de Almeida erklärte dann gerade noch für die geschlagene Pauline Perrot-Magin im Tor. Und im zweiten Durchgang zeigten sich dann die Matildas dann von Beginn an stark verbessert im Spiel. Und wie schon im Achtelfinale gegen Dänemark wurde dann Kerr in der zweiten Hälfte unter dem Jubel der fast 50.000 Zuschauer auch dann eingewechselt, da schon in der 55. Minute. Gleich mit ihrer ersten Ballaktion leitete sie dann ja auch die Chance von Hayley Russo ein. Ihren Distanzschuss parierte dann Perdon Magie dann auch noch und wenig später zog die starke Fowler dann ab und dann gab es dann natürlich auch die überlegenen Gastgeberinnen. Die Französinnen, die befreiten sich in der Folge zunehmend, ohne jedoch selbst auch gefährlich zu werden. Und das Spiel ging dann auch torlos entsprechend in die 2x15 Minuten, also in die Verlängerung. Auch in der Extrazeit hatten die Australierinnen zunächst ja auch entsprechend Vorteile gehabt. Die beste Gelegenheit hatten jedoch die Le Bleus durch einen Schuss der eingewechselten Becco in der 107. Minute. Ja, was auch sehr interessant nämlich war, ist, dass der australische Premierminister, und das ist jetzt ein bisschen was Politisches, der australische Premierminister Anthony Albanese, der wollte sich nämlich dafür einsetzen, dass jetzt bei einem Weltmeisterschaftstriumph, wenn es dazu kommt, ne, in einer Woche, wenn wirklich Australien in einer Woche, erstmal ist ja noch Mittwoch, ne, das musste er auch erstmal bedenken, dass am Mittwoch noch das Halbfinale gespielt werden muss, dann erst Finale. Also das heißt, sollte es zu einem Finaleinzug kommen, hat er sich erstmal überlegt, dass der 20. August zu einem nationalen Feiertag wird. Aber Politiker der Labour Party, der stoß damit dann auf dieser Idee auf Widerstand, vor allem nämlich aus der Industrie und auch bei der ehemaligen Nationaltorhüterin Melissa Barberdi. Sie schrieb nämlich auf Twitter, Albanese redet ständig von diesem verdammten Feiertag, wie wäre es, wenn sie unseren Sport richtig finanzieren? Ja, so richtig ein Seitenhieb gegen den Premierminister und klar ist natürlich, selbstverständlich, dass ja da auch die Frauen auch in Australien beim Frauenfußball auch besser bezahlt werden sollen als natürlich, wie die Männer, sogar besser, deutlich besser, würde ich sagen.
Letztes Thema schon heute hier bei Update Sport. Ich muss aufpassen, dass es Update Sport ist. Hintergrund grün, ne? Einblendungen auch etwas grün. Und wir reden jetzt über den Basketball und über The German Wunderkind, Dirk Nowitzki. Was macht er eigentlich? Ja, ist ja jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv im Basketball, aber er hat nochmal eine Ehre bekommen. Und zwar nämlich ist er nämlich in die Hall of Fame entsprechend eingeladen bzw. aufgenommen worden. Und das war natürlich auch sehr emotional für Dirk Nowitzki selbst. Das kann man auch verstehen. Er ist ja derjenige auch gewesen, der ja auch zumindest für uns in Amerika, was bei der NBA natürlich angeht, bei der National Basketball Association, also bei der Basketballliga in den USA, auch immer die deutsche Fahne hochgehalten hat. Und in einem blauen Anzug mit Einstecktuch und Krawatte hat der 45-jährige Würzburger dann während seiner Rede zur Aufnahme in die Ruhmeshalle des Sports gestern Abend Ortszeit Witze und auch für teilte Seitenhiebe gegen ehemalige Spieler von den Dallas Mavericks natürlich gemacht. Als seine Eltern auch an der Reihe waren, dann gab es natürlich auch Emotionen. Ja, er sagte unter anderem unter großem Applaus der Gäste auf Deutsch in seiner ansonsten auf Englisch gehaltenen Sprache, Zitat, was ihr für mich gemacht habt, werde ich nie vergessen für den Rest meines Lebens. Und wenn ich nur so ein halb so guter Vater werde, wie ihr Eltern für mich wart, dann bin ich glücklich. Ja, sehr, sehr emotional. Die Frau, Jess, natürlich auch die Kinder, die drei Kinder und die Eltern waren ja auch ebenfalls dabei. So auch natürlich die Schwester von Dirk Nowitzki und der Mentor und Trainer von Dirk Nowitzki, Holger Geschwinder, waren nämlich da, als er ja in Springfield, nicht da, wo die Simpsons wohnen, sondern im US-Bundesstaat Massachusetts, nämlich die großmögliche Ehrung für seine Karriere bekam und als erster Deutscher in die Naismith Hall of Fame aufgenommen wurde. Ja, und dazu sagte er auch in seiner Rede, die im Übrigen eine Viertelstunde lang ging, in der Hall of Fame zu sein, bedeutet mir alles. Und Dirk Nowitzki ist ja einer, wo man auch sagen muss, im Fußball wäre das natürlich auch ein Wunder, denn er ist in diesen 21 Jahren, dass er in dieser NBA oder ein einziger Profi in der NBA-Geschichte auch an sich, dass er 21 Jahre lang nur für ein Team gespielt hat, mit den Dallas Mavericks. Und wir erinnern uns ja daran, vor 12 Jahren, 2011, hat er ja mit den Dallas Mavericks die Meisterschaft gewonnen. Bisher ja auch immer noch der einzige Titel der Dallas Mavericks in ihrer Geschichte. Und er wurde ja auch als erster Europäer zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt und ist ja die Nummer 6 in der ewigen Scorerliste. Und tiefe Spuren hinterließ er ja auch wegen seiner gefährlichsten Waffe nämlich, ja, und zwar nämlich die jeder Fan und jeder aktuelle Basketballprofi mit ihm verbindet, den einbändigen, nach hinten abgesprungenen Wurf auf Englisch, the one-legged fadeaway. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das ist er nämlich. Ja, die Statue vor der Halle der Dallas Mavericks zeigt ihn ja auch in dieser Pose und ist ja zuletzt ja mit, und er selbst ist ja auch zuletzt mit zahlreichen Ehrungen ja ausgezeichnet worden seit seinem Karriereende vor 4 Jahren. Das ist wirklich schon so lange her. Die deutsche Nationalmannschaft, wo er ja 14 Mal gespielt hat und auch bei den Mavericks, 14 Mal wollte ich schon sagen, Nummer 14 und Nummer 41 bei den Mavericks, die werden ja nicht mehr vergeben. In Dallas wird ja sogar auch eine Straße nach ihm benannt. The Dirk Nowitzki Street, keine Ahnung. Die Aufnahme in die Hall of Fame markiert ja auch für Dirk Nowitzki ja auch das Ende eines ganzen Lebenskapitels, muss man ja so sagen. Denn schon einen Tag vor dieser ganzen Ehrung sagte er nämlich, es gibt nichts anderes, was in einer Basketballkarriere noch kommen kann. Die Hall of Fame ist der Gipfel des Berges, das beendet diese Phase meines Lebens. Ja, und seine ehemaligen Mitspieler Steve Nash und Jason Kidd, die waren ebenfalls ja auf der Bühne und mussten sich ja neben Lob ja auch so ein paar Scherze von Dirk Nowitzki gefallen lassen. Unter anderem sagte dann auch Nowitzki nämlich noch, ich hätte mit den beiden gerne auf der Höhe ihres Schaffens zusammengespielt, aber musste arbeiten mit dem, was sie mir geben konnten. Ja, Seitenhieb, schön wie immer. Ja, auch die anderen Geehrten brachten in ihren Reden viel Humor unter. Tony Parker, der erste Franzose, als erster Franzose und Pau Gasol als erster Spanier in der Ruhmeshalle scherzten auch ebenso wie der oft grantige Trainer Greg Popovich, nämlich, der ist wirklich Popovich mit Nachnamen, Popovich, nämlich von den San Antonio Spurs und Dwayne Wade, der mit den Miami Heat ja für eine der bittersten Niederlagen in der Karriere von Dirk Nowitzki nämlich sorgte, als ja die Mavericks
Mavericks 2006, also 5 Jahre vor dem Meistertitel, die Final Series verloren haben. Ja, und Dwayne Wade sagte mit Blick auf die gemeinsamen Termine aller Mitglieder des 2023er Jahrgangs in den letzten Wochen, für Dirk und mich war das eine Therapie. Wer hätte gedacht, dass wir im selben Team landen nach all den Kämpfen, und das ist eins der besten Teams, in denen ich je war. Ja, sehr interessant. Auch eine sehr tolle Ehrung für Dirk Nowitzki an dieser Stelle. Und auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an Dirk Nowitzki. Er wird ja eigentlich derjenige immer bleiben, mit dem wir ja auch immer den Basketball ja auch verbinden. Auch natürlich gibt es ja viele andere, Dennis Schröder und so. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ja, Themen sind durch bei Update Sport für heute. Normal würde ja dann bei Update das Wetter kommen, hier jetzt nicht. Ich weise nur auf ein paar Dinge nämlich noch hin. Denn einerseits würdet ihr ja heute schon auf den Wochenplan nämlich schielen hier bei der DERCHO.TV, der ja dann in der kommenden Woche erscheint. Er ist schon fertig, aber ich habe mir gedacht, ihn veröffentliche ich am Montag, also morgen nämlich. Ja, morgen früh irgendwann. Das wird, glaube ich, meine erste Amtshandlung sein, wenn ich dann den Rechner eingeschaltet habe und dann auch gefrühstückt habe und andere Dinge gemacht habe, wird dann der Wochenplan entsprechend veröffentlicht. Ich weise auch schon mal darauf hin, dass die nächste Update-Sportausgabe, und es wird auch die letzte um 19.50 Uhr nämlich sein, wird es nämlich am 27. August geben, also heute in 14 Tagen wieder mal. Klar ist natürlich, das ist ja in der Gamescom-Woche, wo ja auch noch nie feststand, ob diese Ausgabe überhaupt laufen wird. Sie wird definitiv laufen, heute in 2 Wochen um 19.50 Uhr, zum letzten Mal dann um 10 vor 8, denn ab September, sowie auch die normalen Update-Ausgaben montags, mittwochs, freitags und samstags, werden dann schon um 19.30 Uhr starten, also es wird mehr Sport-News sogar auch bei Update Sport geben. An sich gibt es Update morgen wieder, dann natürlich in regulärer Form mit News auch aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Gaming, Entertainment und vieles mehr. Und das dann natürlich morgen auch wieder um 19.50 Uhr. Ich muss im Übrigen bedenken, es ist auch morgen die letzte komplette Woche, wo Update um 19.50 Uhr läuft. Ist aber egal. Hier geht es aber gleich weiter im Livestream mit Yoshi's Island auf dem Game Boy Advance, gespielt auf der Nintendo Switch. Der Switch-Controller ist ready. Ihr seht auch, es ist ein neuer Controller. Und Update Sport, wie bereits gesagt, heute in 14 Tagen am 27. August um 19.50 Uhr. Diese Ausgabe gibt es dann spätestens 45 Minuten nach Ende des Streams dann auch auf YouTube und auf DERCHO.TV.de zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich oder morgen wieder. Schönen Wochenstart für die, die morgen gleich nicht dabei sind, und die für die, sonst bis die Tage. Tschüss.